Dieser Videobeweis wird die deutsche Politik erschüttern. Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, gibt zu, dass die Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, geplant war. Das ist nicht aus Versehen passiert, sagt Robert Habeck. Können Sie nicht glauben, konnten wir auch nicht. Wir haben es im Video, deswegen schauen Sie sich dieses Video wie immer bis zum Ende an. Abonnieren Sie Achtung Reichelt und teilen Sie das Video mit all den Menschen, die Sie lieben. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Was wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben, war eine linksgrüne Eskalation im andauernden Kampf der Bundesregierung gegen die Mehrheit im Land. Wenn man vor wenigen Jahren prophezeit hätte, was in den letzten 14 Tagen alles passiert ist, dann wäre man vermutlich als vollkommen durchgeknallter Verschwörungsschwurbler in der Psychiatrie gelandet. Die grünen Sozialisten und ihre Verbündeten versuchen, die noch verbleibende Zeit an der Macht zu nutzen, um das Land, unsere Gesellschaft, ohne jegliche Rücksicht nach dem Ebenbild ihrer wahnwitzigen Ideen zu formen, zu zerstören und neu zu erschaffen. Wir erleben die Atemlosigkeit von Ideologen, die von Tag zu Tag mehr spüren, dass dieses Land sie nicht mehr erträgt. Halten Sie sich fest, hier sind die Highlights des Wahnsinns. Die Regierung hat per Gesetz beschlossen, dass junge Menschen in Zukunft kiffen und danach noch Auto fahren dürfen. Egal, was man von Cannabis-Legalisierung hält, das ist der eigentliche Wahnsinn. Wir sind ein Land geworden, das jungen Menschen sagt, na klar kannst du noch Auto fahren, nachdem du einen Joint geraucht hast. Zahllose Holzkreuze entlang deutscher Landstraßen werden schon bald diese Politik säumen, die für alle Eltern im Land ein Albtraum ist. Und die Grüne Partei, sie tanzt vor Freude. Schauen Sie. Nur wenige Tage nach dem großen Bubatz beschloss die Regierung im Bundestag das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, die wohl monströseste grüne Bombe für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Was so schön nach Gleichberechtigung klingt, ist ein Angriff auf die Grundfesten unserer Existenz. Der grauenvolle Kern des Selbstbestimmungsgesetzes ist leicht erklärt. Dies. Die grünen Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer und Nike Slavik, hier sehen Sie die beiden, sind unbestreitbar Männer, auch wenn sie über die Frauenliste der Grünen Partei in den Bundestag eingezogen sind. In einer freiheitlichen Demokratie, in einer liberalen Gesellschaft sollten Ganserer und Slavik jedes Recht haben, sich als Frauen zu fühlen und zu kleiden, zu denken und zu sagen, dass sie Frauen sind. Sie werden dadurch allerdings nicht zu Frauen. Auch wenn Tessa Ganserer in Reizwäsche im Parlament sitzt, wie Sie auf diesem Bild sehen, bleibt er ein Mann. Ganserer und Slavik haben kein Recht, jeden Menschen im Land unter Strafandrohung dazu zu zwingen, ihr Empfinden nachzubeten und Dinge zu behaupten, die nur in ihrer Fantasie existieren. Denn das ist ein Glaubensdogma, wie es das nur zu Zeiten der Kirche vor der Aufklärung gab oder noch heute in islamistischen Staaten gibt. Die Regierung zwingt uns per Gesetz, Dinge zu behaupten, von denen wir wissen, dass sie unwahr sind. Wer nicht mitmacht, wird bestraft mit, Achtung, das ist nicht ausgedacht, bis zu 10.000 Euro Geldstrafe. Er macht sich strafbar. Das steht im Selbstbestimmungsgesetz und das ist ein Dammbruch. Machen wir einmal unmissverständlich deutlich, was dieses Gesetz konkret bedeutet. Zwei Beispiele. Ein Mann kann fortan zum Beispiel eine Frau vergewaltigen und ermorden. Anschließend oder auch vorher kann er sich selbst zur Frau erklären, einfach so per Sprechakt beim Standesamt. Guten Tag, ich bin jetzt eine Frau. Das reicht. Das Gesetz zwingt uns dann, diesen Frauenmörder als Mörderin oder Vergewaltigerin zu bezeichnen und seinen alten Männernamen nicht mehr zu erwähnen. Vor Gericht müsste der Richter den Angeklagten als Frau ansprechen. Nach seiner Verurteilung hätte der Angeklagte das Recht, in ein Frauengefängnis zu kommen. Das zweite Beispiel, ein erwachsener Mann kann sich fortan zur Frau erklären und im Freibad, wo er jetzt übrigens leicht angekifft mit dem Auto hinfahren darf, Zutritt zur Frauenumkleide verlangen, um sich dort neben ihrer Tochter nackt auszuziehen. Das ist möglich, weil die Regierung sagt, jeder darf sich sein Geschlecht selbst aussuchen. Das Ganze ist sogar einmal pro Jahr erlaubt. Einmal pro Jahr kann man sich nun überlegen, ob man Mann oder Frau ist und von allen Menschen im Land verlangen, das genau so nachzuplappern. Niemand im Land will das und doch ist es nun Gesetz geworden.
Hier ist der oder die grüne Abgeordnete Tessa Ganserer. Schauen Sie und ja, dieses Video ist wirklich echt. Das ist ein wahnsinnig wichtiger, ein historischer Beschluss und deswegen fällt mir jetzt wirklich ein Stein vom Herzen, dass ich nach so vielen Jahren harter Arbeit und nach so vielen Jahren Warten in Zukunft eben auch offizielle Ausweisdokumente bekomme, auf denen mein richtiger Name stehen wird. Zur Ehrlichkeit gehört für mich aber auch dazu, deutlich zu machen, dass dieses Gesetz eine Reihe von Mängeln hat. Angefangen von den langen Wartezeiten und den Sperrfristen, der unsägliche Hausrechtsparagraf, aber auch die Einschränkung der geschlechtlichen Selbstbestimmung von Jugendlichen schmerzen mich tief. Was Tessa Ganserer hier mit dem unsäglichen Hausrecht meint, ist der Fakt, dass zum Beispiel Schwimmbäder sich noch auf das Hausrecht berufen dürfen, um Männern den Zutritt zu Mädchenumkleiden zu verwehren. Tessa Ganserer findet das unsäglich. Er will da rein dürfen. Die Bundesregierung will 6-jährige Kinder dazu verführen, ihr Geschlecht zu wechseln, wovon wir alle wissen, dass es biologisch schlicht unmöglich ist. Es geht wirklich um 6-jährige Kinder. Wir denken uns das nicht aus. Und hier ist der Beweis aus dem Parlament. Aus meiner praktischen Erfahrung als Kindertagespflegeperson kann ich Ihnen berichten, dass unsere Jüngsten oftmals schon sehr früh wissen, wenn das ihnen zugewiesene Geschlecht nicht zu ihrer Identität passt. Ein Beispiel dazu. Ein Kind von 6 Jahren stellt sich bei mir in der Gruppe vor mit den Worten: Hallo Anke, mein Name ist Lara, aber eigentlich bin ich ein Junge. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz können wir Kindern und Jugendlichen wie Lara einen Weg ermöglichen, den Personenstand und den Namen zu ändern, fernab von Angst, erniedrigenden Fragen und Zwangsbegutachtung. Wer Kinder hat, der weiß, dass fast alle Kinder solche Phasen haben. Wenn es nicht Phasen wären, dann wären unsere Straßen voll mit Prinzessinnen und Cowboys. Diese Phasen sollen nun in Experimente mit Hormonmedikamenten führen. Was für ein Horror. Die klarsten Worte dazu fand im Parlament Sarah Wagenknecht. Ich bin wahrlich kein Fan von Sarah Wagenknecht, aber wo sie recht hat, da hat sie einfach recht. Schauen Sie. Einmal pro Jahr sein Geschlecht frei wählen zu können, auf diesen grandiosen Freiheitsgewinn haben Millionen Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehnlichst gewartet. Zumal in einem Land, in dem man nach ihren Plänen über die eigene Heizung oder den Antrieb des eigenen Autos in Zukunft nicht mehr frei entscheiden kann. Es ist wie immer bei der Ampel. Ideologie triumphiert über Realität. Das Geschlecht wird von einer biologischen Tatsache zu einer Frage der Gemütsverfassung. Es ist einfach nur albern, wenn es nicht so gefährlich wäre. Wenn sich Männer durch großen Sprechakt zur Frau erklären können, gehören Frauen Schutzrechte und Frauen Schutzräume der Vergangenheit an. Die spanische Zeitung El Mundo berichtet gerade, wie sich wegen häuslicher Gewalt angezeigte Männer mittels des dortigen Selbstbestimmungsgesetzes Zugang zu Frauenhäusern verschaffen, in die ihre Partnerinnen geflohen sind. Und an einem Punkt übrigens verraten Sie, dass Sie an die im dem Gesetz zugrunde liegende Ideologie selbst nicht glauben. Im Kriegsfall soll es nämlich keine Wahlfreiheit geben. Im Kriegsfall bleiben Männer eben dann doch Männer. Ihr Gesetz ist frauenfeindlich und Ihr Gesetz macht Eltern und Kindern zu Versuchskaninchen einer Ideologie, von der nur die Pharmalobby und die Pharmaindustrie profitiert. Das BSW sagt Nein zu diesem gefährlichen Irrsinn. Ideologie triumphiert über Realität. Gefährlichen Irrsinn nennt Sarah Wagenknecht das Selbstbestimmungsgesetz und wir müssen ihr Recht geben. Aber wenn Sie jetzt denken, dass Sie den größten Irrsinn der letzten Tage nun gesehen haben, dann liegen Sie falsch. Denn so gruselig diese Gesetze sein mögen, man könnte sie in der nächsten Regierung einfach wieder zurückdrehen, anpassen oder ersatzlos abschaffen. Was man nicht so einfach zurückdrehen kann, ist die Zerstörung unserer Wirtschaft, die Deindustrialisierung unseres Landes, die Wirtschaftsminister Robert Habeck mit ganzer Kraft vorantreibt. Bisher waren wir der Meinung, dass nicht einmal Robert Habeck die Rezession, in der das Land steckt, so gewollt haben kann.
dass sie zwar das Ergebnis einer sozialistischen grünen Ideen ist, aber er diese Wirtschaftskatastrophe eigentlich nicht gewollt hat. Nun aber gesteht Robert Habeck auf Video, dass diese Krise genauso gewollt, wörtlich geplant war. Noch einmal, dass unsere Wirtschaft kollabiert, war laut Robert Habeck genauso geplant. Gesagt hat Robert Habeck diese unfassbaren Worte auf einer Veranstaltung zur Krise der Bauwirtschaft, die für Deutschland so wichtig ist wie die Automobilindustrie. Jeder 10. Euro, der in Deutschland ausgegeben wird, fließt in Baumaßnahmen. Geht es der Bauwirtschaft schlecht, geht es dem ganzen Land schlecht. Und hier ist Wirtschaftsminister Robert Habeck. 23 war für die Bau- und Wohnungswirtschaft ein annus horribilis. Man kann es nicht anders benennen. Ein ganz, ganz schlechtes Jahr. Die politische Hintergrundmusik ist natürlich, und das soll überhaupt nicht zynisch klingen, dass das im Grunde so geplant war. Wenn ich es aussprechen darf, die hohe Inflation ausgelöst. Und das ist noch einmal, das darf man nicht vergessen, die Ursache ganz vieler der drängenden, akuten wirtschaftlichen Probleme der letzten anderthalb Jahre, ausgelöst durch Putins Angriffskrieg, hohe Inflation, wurde bekämpft von der Europäischen Zentralbank mit höheren Zinsen. Nun waren die Zinsen absolut gesehen jetzt nicht auf einem Allzeithoch. Wir haben in Deutschland auch gebaut zu höheren Zinsen, aber der Anstieg in einem Dreivierteljahr um ungefähr 4 Prozentpunkte, der ist so noch nicht da gewesen. Und das hat natürlich viele Projekte zerstört. Und man muss ja sagen, das ist der Sinn im gewissen Sinne. Und es klingt sehr zynisch oder grausam. Ich will es gleich auflösen. Aber das ist ja nicht aus Versehen passiert, sondern das war der Sinn der Zinserhöhung gewesen, dass bestimmte Investitionen jetzt nicht getroffen werden. So hat die Europäische Zentralbank es aufgesetzt. Das ist der Sinn von höheren Zinsen, dass die Wirtschaft sich abkühlt. Und die Leidtragenden sind Sie, die Mieterin, diejenigen, die auf Wohnungen warten, die Bauunternehmen, die ihr Personal halten müssen. Nun haben wir gesehen, dass diese schmerzhafte Operation, ich will noch nicht sagen erfolgreich war, aber doch Erfolge sich zeitigen. Ich zitiere noch einmal Wirtschaftsminister Robert Habeck. 2023 war ein ganz, ganz schlechtes Jahr und das war im Grunde so geplant. Das klingt sehr grausam. Aber das ist nicht aus Versehen passiert. Das sagt Robert Habeck wirklich. Er spricht sogar von Erfolgen dieser schmerzhaften Operation. Wir versuchen hier bei Achtung Reichelt immer sachlich zu bleiben, aber es tut mir leid, ein Wirtschaftsminister, der sich vor die Kameras, vor das leidende Land stellt und so einen Irrsinn erzählt, der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Der dürfte keinen weiteren Tag mehr im Amt bleiben, weil er offenkundig eine Gefahr für den Wohlstand von Millionen Menschen ist. Man kann nicht glauben, was Habeck hier sagt, selbst wenn man es gesehen hat. Deswegen schauen wir es uns noch einmal kurz an. 23 war für die Bau- und Wohnungswirtschaft ein annus horribilis. Man kann es nicht anders benennen. Ein ganz, ganz schlechtes Jahr. Die politische Hintergrundmusik ist natürlich, und das soll überhaupt nicht zynisch klingen, dass das im Grunde so geplant war. Wenn ich es aussprechen darf, die hohe Inflation ausgelöst. Und das ist noch einmal, das darf man nicht vergessen, die Ursache ganz vieler der drängenden, akuten wirtschaftlichen Probleme der letzten anderthalb Jahre, ausgelöst durch Putins Angriffskrieg. Hohe Inflation wurde bekämpft von der Europäischen Zentralbank mit höheren Zinsen. Nun waren die Zinsen absolut gesehen jetzt nicht auf einem Allzeithoch. Wir haben in Deutschland auch gebaut zu höheren Zinsen, aber der Anstieg in einem Dreivierteljahr um ungefähr 4 Prozentpunkte, der ist so noch nicht da gewesen. Und das hat natürlich viele Projekte zerstört. Und man muss ja sagen, das ist der Sinn im gewissen Sinne. Und es klingt sehr zynisch oder grausam. Ich will es gleich auflösen. Aber das ist ja nicht aus Versehen passiert. Klingt grausam, ist aber nicht aus Versehen passiert. Ihre wirtschaftliche Zukunft liegt in den Händen dieses Mannes. Das ist der grüne Sozialismus. Sie zerstören mit voller Absicht die deutsche Wirtschaft. Und Robert Habeck gibt es zu. Das Problem ist, was dieser Mann anrichtet, lässt sich nicht so leicht wieder korrigieren. Unter seinen Ideen werden noch Generationen zu leiden haben. Wenn Sie jetzt mal wieder das ungute Gefühl beschleicht, dass Robert Habeck vielleicht keine Ahnung hat, was er da im Wirtschaftsministerium eigentlich macht, dann können wir Ihnen sagen, das stimmt wahrscheinlich. Wahrscheinlich versteht Robert Habeck seine eigene Politik nicht. Wir haben ein Video von einer Pressekonferenz vor wenigen Wochen gefunden, wo Robert Habeck
eines seiner wichtigsten politischen Projekte vorstellt, die sogenannten Klimaschutzverträge. Worum es dabei genau geht, das weiß nicht einmal mehr Robert Habeck. Es ist eines der lustigsten Videos, die wir von Habeck je gesehen haben, wenn auch furchterregend, wenn man bedenkt, dass unser Land in seinen Händen liegt. Schauen Sie. Können Sie uns wenigstens eine Größenordnung geben, wie viele Unternehmen an diesem Vorverfahren im vergangenen Sommer teilgenommen haben? Und damit einhergehend, rechnen Sie damit, dass zumindest diese erste Gebotsrunde stark überzeichnet sein wird? Also dass es eine große Konkurrenz um die Klimaschutzverträge geben wird? Ja, ich habe die Zahl im Kopf und vielleicht kann mir die jemand noch mal zurufen. Sonst sage ich hier eine falsche, Beate. Okay. Und meiner Erinnerung nach, warum wir das jetzt nicht genau sagen sollen, das weiß ich nicht, aber ich sage es mal nicht genau. Meiner Erinnerung nach ein hoher zweistelliger Betrag, knapp unter dreistellig sozusagen. Ich habe es im Kopf, ich kann mich nur nicht dran erinnern. Robert Habeck kennt die wichtigsten Kennzahlen seines wichtigsten Projekts nicht. Er weiß auch nicht so genau, warum er die Zahlen nicht sagen soll, selbst wenn er sie wüsste, aber er macht einfach mal. Das ist das Sinnbild grüner Politik. Uns regiert die totale Ahnungslosigkeit. Bei der sogenannten negativen Sonntagsfrage, also der Frage, wen man auf gar keinen Fall wählen will, sind die Grünen inzwischen bei 55% angelangt. Heißt, mehr als die Hälfte der Deutschen wollen die Partei von Habeck, Baerbock und Co. auf gar keinen Fall unter gar keinen Umständen wählen. Bis zur letzten Wahl im September 2021 lag die Zahl für die Grünen stets stabil bei 35%. Nun sind es 55% und es werden immer mehr. Nur die AfD wird noch deutlicher abgelehnt, da sind es 63% als die Grüne Partei. Aber es dauert nicht mehr lange, dann sind die Grünen gleich auf. Robert Habeck gibt offen zu, dass die Wirtschaftskrise, die uns alle jeden Tag ärmer macht, die unser Land auf Jahrzehnte schwächen und schädigen wird, geplant war. Das ist ein Geständnis, wie wir es in diesem Land noch nie gehört haben. Merken Sie sich das und vor allem erzählen Sie es weiter. Es gibt noch eine großartige Nachricht, die ich Ihnen unbedingt erzählen wollte. Ab morgen früh, also ab Dienstagmorgen, 8 Uhr, gibt es jeden Morgen um 8 Uhr eine News-Live-Show. All die Nachrichten, die in ARD und ZDF gerne vorenthalten, recherchiert und diskutiert von unseren großartigen News-Kollegen und von mir. Wie können Sie das sehen? Ganz einfach. Morgen ab 8 Uhr auf dem YouTube-Kanal von News oder auf unserer Homepage news.de, news.de. Verpassen Sie das unter gar keinen Umständen. Es sind die wichtigsten Nachrichten des Tages, nur für Sie, garantiert, ganz ohne linksgrüne Propaganda. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.